Ja, moin von meiner Seite. Ich bin Fabian, bin Einsatzberater beim LVD Krone. Ja, wie ihr bei mir jetzt hier sehen könnt, habe ich den S7900 diesen Sommer in der Demo begleiten dürfen oder darf ihn noch begleiten. Ja, bei dem Schmuckstück hier, es ist ein 625 PS starker Drescher, S7900, der größte aus der neuen S7 Baureihe von John Deere. Wir haben vorne dranhängen einmal das HDX40 mit 12 Meter Arbeitsbreite, ist ein Bandschneidwerk. Ja, noch zu der Maschine zu sagen ist, dass wir hier mit unserer neuen Automation fahren, mit Predictive Ground Speed Automation. Das heißt einfach nur so viel, dass der Drescher den Bestand vor sich einmal selber erkennen kann. Zu Hilfe nimmt er da einmal eine Biomassekarte, die ich dem Mähdrescher einmal raufladen muss. Ja, und dann zunächst hat er noch einmal oben links und rechts an der Kabine zwei Kameras hängen. Die unterstützen ihn dann dahingehend, wenn wir Lagergetreide haben, wenn wir viel Unkräuter im Bestand haben und natürlich auch, wenn wir Fahrgassen haben. Ausgestattet, hier sind wir nochmal mit einem 14.100 Liter großen Korntank. Diese Maschine jetzt gerade hat eine Allradachse, Differentialsperre und eine 600er Bereifung hinten. Vorne haben wir unsere Laufketten drauf. Ja, 40 km/h Maschine ist dies. Gibt es natürlich auch etwas langsamer für Kunden, die gut arrondiert sind und nicht so weite Fahrtstrecken hinlegen müssen. Auch in 20 und 30 km/h. Ja, jetzt neu ist ja an den TS-Serien das bekannte Abtankrohr auch vom X9 oder die Abtankrohr-Tülle, die wir aus der Kabine natürlich stufenlos verstellen können, damit wir da auch den Abfahrern so ein bisschen Arbeit abnehmen können oder auch gerade bei kleineren Wagen schön und sicher zielen können, sage ich mal so. Ja, hier natürlich auch noch unsere neue Armlehne, wo wir natürlich das Schneidwerk mitsteuern können, die Haspel, unser Lenksystem aktivieren. Dann haben wir auf der Hinterseite noch einmal frei belegbare Tasten, die wir mit sämtlichen Funktionen ja, einmal belegen können. Hier weiter auf der Armlehne haben wir einmal die Tasten fürs Dreschwerk einschalten und fürs Schneidwerk anschalten und natürlich auch zum Reversieren. Ja, Motordrehzahlverstellung, Gänge sowie Allrad- und Differentialsperre befindet sich hier. Und hier auf der Seite unsere Schnellzugriffstasten, um nochmal kleinere Einstellungen vielleicht am Dreschwerk vorzunehmen. Wie hier unten auch wieder frei belegbare Tasten. So, jetzt, das ist natürlich auch schön, da oben mit jetzt 69 Tonnen, 11 Tonnen, ja, alles gut. Ja, also bei Grain Loss mit 7,8% ist natürlich nur ein Wert, ist nicht prozentual der Verlustteil. Da ist es so, dass ich auch beim Besatzmaterial unten drunter und einmal beim Bruchkorn, dass sich nur um Werte handelt. Das sind keine prozentualen Werte, sondern einfach nur ja, ein Wert, den ich eingebe. Jetzt zum Beispiel bei 7,8 sind wir deutlich unter 1% Verluste bei diesem Drescher. Ja, und bei unserem Predictive Ground Speed ist es natürlich so, dass der Drescher sich immer an seinem Leistungsniveau hält. Da ist es nämlich so, dass wir mehr Leistung aus der Maschine rausholen können. Jetzt fahren wir natürlich hier, wenn man es da mal einmal sieht, bei 103%, 105 habe ich ihm vorgeschrieben, soll er fahren. Da ist es so, dass wir nochmal eine extra Motorleistung abrufen können. Das ist dem geschuldet, einfach aus, ich sage jetzt mal ein einfaches Prinzip, um das zu erklären, die Maschine vertraut sich selber mehr als dem Fahrer. Sonst würde da nämlich schon der gelbe Bereich anfangen von der Motorauslastung. Aber da wir jetzt mit unserem Predictive Ground Speed fahren, traut er sich mehr Leistung zu. Also ja, und mit diesem mehr Boost haben wir dann natürlich eine Mehrleistung am Ende des Tages.